So. Höhlen. End. Map. Brand. Level. Nummer 2. Ecke des Segens, ja. Auch wieder blind. Weil ich hier meinen Ikaros nicht raushole. Das ist eigentlich. Das erste war zumindest so recht linear. Kommt man eigentlich gut mit klar. Spätestens beim Zurückgehen findet man das Zeug. So, hier muss eigentlich was stehen. Hier steht schon mal nichts. Gut, einfach durch. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ja, wahrscheinlich. So, erstmal nehmen hier, auch wenn ich schon Level 3 habe. Und die Datenbank direkt mitnehmen, die hier schön in der Mitte steht. Genau, bringt was fürs Level und einen Skillpunkt. Da ist die Box, die kann ich perfekt gebrauchen. Jetzt auch nicht überlebt, ja, besser geht's nicht. So, die Truhe. Auf der anderen Seite wird so ähnlich sein. Den auch noch mitnehmen. Und wieder zurück. Das ist vielleicht so ein alter Typ. Durchsuchen erstmal. So, da oben kommt jemand runter. Ich gehe mal weiter hier hinten hin. Ob hier vielleicht noch was ist. Nee. Nächster Anfang wieder. Einfach drauf zu und rein. Guten Tag. So, tschüss. Ah, da ist jemand. Wird da auch unten gucken gehen? Jetzt gehen wir selber hier hoch. Da steht jemand. Ich gucke aber erstmal hier, ne? Zack, da liegt nichts. Ah, das ist ein goldener Start. Mal wieder einen Schatz an Gold bekommen. Das ist selten. Und Adamant. Perfekt. Love it. Da kann ich die letzte Waffe auch noch schmieden. Mega. Dann dürfte es eigentlich nur noch. Ja, nur noch die Erkenntnis sein. Perfekt. Das ging super schnell. Keine 3 Minuten. Was gibt es? Ja, Segen des Kronos. Das ist super sick. Skill ich gleich direkt. Ich pack den Bullen dafür weg, genau. Da bin ich schön auf die 2. I. Fähigkeiten. Das müsste dann hier sein. Ja, das wollte ich. Davon habe ich leider schon gehört. Ein bisschen gespoilert. Aber ist okay. Bam. Ausrüsten auf die 2 bitte. So, perfekt. Und ich habe 30 Skillpunkte. Passt ohne Level Up. War aber viel angenehmer als der andere Dungeon. Da war hier schon eine Statue und irgendwie, glaube ich, mehr Personal und irgendwie das Zeug weit auseinander und schlechter erkenntlich. Schlechter erkenntlich, ja. Man hat es schlechter gesehen. So. Das wollte ich sagen. Ist gerade ein bisschen unflüssig, oder was? Jetzt geht's wieder, oder? Achso, ich bin schon längst draußen. Holy shit. So, bleib doch mal so. Mensch. So, hier ist nämlich die Stufe 3er Festung. Die kann ich ja dann von hier aus machen. Da muss ich jetzt nicht hinten rangehen. Da würde ich jetzt. Hier ist der Tempel, ne? Ja, hier ist ein Tempel. Würde ich den letzten Tempel auch noch machen. Ja, dann habe ich das in einer guten Reihenfolge und dann kommt der dran. Der kommt dran. Und alle anderen Fragezeichen müssten fertig sein. Ja, perfekt. Love it.
Rein da. Ah, nicht ganz runter. Ich will nicht ganz runter. Die Seilrutsche ist perfekt. Und jetzt noch ein Boot, bitte. Lol, der Weg hat länger gedauert als der Dungeon. Eine Minute länger. So, letzter hier. Kenntnis des Krieges. Hier mal eins. Perfekt. Ja, der eine war echt der einzige, wo man eine Statue in der Mitte stand. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Oh, hier ist ein Tor. So, und jetzt mal meine zwei Einsätze hier. So dann, oder wie? Yep. Ich hab keine Ahnung, was die jetzt geben kann. Das gucke ich mir gleich direkt an. Sah aus wie diese Leonidas-Fähigkeit, hey. Da habe ich es nicht verändert. Ich lese mal kurz. Fähigkeiten bitte. Drücke 2. Krone schenkt dir ISO-Kräfte für 15 Sekunden. Erhältst du 50% mehr Adrenalin, wenn du Schaden anrichtest. In dieser Zeit bist du immun gegen ISO-Adrenalinentzug und einfrierende Effekte. War das echt das? Hä? Okay. Ich mache so einen Doppelbuff daraus. So, ich buff mich hiermit und gehe mal jetzt. Ja, ich gehe so rein. Ich buff mich einfach mit dem Segen und dann kill ich die ganz normal. So, und irgendwas ist noch laut. Ach, das Ding da. So, 2 und dann mit der 3 drauf. Na komm. Da habe ich auch Adrenalin im Zug. Hey, das soll diese krasse sein.
Das soll so krass sein, die Fähigkeit? Okay. So, plus 3, obwohl ich fertig bin. Hier muss dann die Adamant-Tour sein. Perfekt, perfekt. Dann gehe ich gleich direkt zur alten Schmiede. Nein, 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 hier, drei. Zack. Und die Fähigkeit. Vielleicht ist sie auch die, vielleicht wurde sich doch vertan, keine Ahnung. Zu voller Kraft kommen. Zorn des Ares. Ah, das ist doch wieder was vom Ares. Das sollte eine ISO-Fähigkeit sein. Ja, 76, perfekt, Level up. Ich guck mir die an. Fähigkeiten. Hier. Nutze die Fähigkeit weiter. Schockwelle, okay. Und verbessert. Ah, okay. Ist ganz krass, aber die Shockwave ist auch ziemlich sick. Vor allem gegen Tiere. Kann ich nur empfehlen. Und da hatte ich sogar schon die Stufe 3. Oh, ich bin schon längst draußen, hätte schon längst reiten können. Ups. So, dann zur Schmiede. Oh, guck mal. Jetzt ist hier auch eine Nebenquest aufgetaucht. Gut aus der Ferne. Fern davon, gut zu sein. Und hier ist dann auch was. Feuer umgeben von Wasser. Stell eine legendäre Waffe in der Schmiede von Atlantis her. Ach so. Hä? Ja, das... Habe ich doch schon so oft gemacht. Für den Schrott. Ja, ich mach's jetzt eh nochmal. Vor allem, warum ist der Questmarker da hinten? Wenn wir doch hier hin müssen. Oder laufen wir unter der Map bis dahin? Yo! Holy shit. Okay, dann macht den. So, komm mal ran. Initiiere Schmiedeprotokoll. Bevorzugte Waffenkonfiguration auswählen. Ja, ich hätte gerne den Kriegerstab. Ah, Hephaistos Lehrling. Alle drei Waffen gemacht. Anpassung autorisiert. Aufruf von Siegerstellern. Nein. So, was ist da noch offen?
Eigentlich diese Festung. Da würde ich jetzt auch vorher mal reinrennen, bevor ich die Quest mache, oder? Ja, schwierig, ey. Ist echt schwierig. Weil das könnte dann noch weitergehen, ne? Drei Sachen kann ich machen. Drei Sachen. So, Quests. Was sagen die Quests denn? Oh! Oh! Also ich brauche immer noch die Rüstung. Ich brauche immer noch. Das ist meine einzige Quest. Holy shit. Ja, okay, dann nehme ich die gerne an. Das ist auch in der Nähe von einem Fragezeichen. Das ist schon mal ganz gut. Das könnte man kombinieren. Oder das Fragezeichen ist ein Rüstungsteil, die Quest ist ein Rüstungsteil, weil es nochmal woanders hingeht. Und die Burg, Rote Burg ist auch nochmal ein Rüstungsteil. Das wäre mir am liebsten. Dann hätte ich es einfach mal sicher, dass ich alle drei bekomme. Und Plan habe. So, ja, ich muss hier lang. Oh, geht auch, perfekt. Und auf dem Haus sogar. Oh, holy shit. Aber zumindest nicht nach ganz unten. Perfekt, sondern hier nach ganz unten. In die richtige Richtung. Das gefällt mir doppelt. So, unter 200 Meter, darüber lacht man doch. So, das ist so direkt da vorne. Okay, es ist leider oben, aber wir haben einen schönen Ausblick und eine Treppe. Schön, ich muss nicht klettern. Oh, angenehm. Oh, das Ende eines DLCs ist immer so angenehm. Ja. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, hallo? Ist hier jemand? Es sieht so friedlich aus von hier oben. Und So wer wirkt stirbt? es immer, aber zu oft trügt der Schein. Und wer stirbt jetzt? Ich weiß, Ikarus. Ich bin auch müde. Ich habe so viele getroffen. Archonten, Könige und nun Isu. Sie sind alle gleich. Tu dies, bring mir das, töte den da. Ich weiß nicht, ob ich so weitermachen kann. Würde ich herrschen, würden die Dinge anders laufen. Was sagst du, Ikarus? Die neue Herrscherin soll eine Rede halten? Heute Nacht speisen wir, heute Nacht lieben wir uns, heute Nacht schlafen wir. Nummer 2, holy shit, natürlich. Atlantiden! Heute Nacht reißen wir uns die Kleider vom Leib und lieben uns bis zum Sonnenaufgang. Was Alkibiades wohl gerade so treibt. Denk doch nicht an ihn. Bah, ich bin froh, dass ich los Oder bin. mit wem? Wer ist Alkibiades? Du solltest dich nicht so an Leute ranschleichen. Verzeih, ich wollte die Rede der Dikastes nicht unterbrechen. Und dann auch noch die gleiche Es war Stimme. eher ein Schauspiel. Oh nein. Nenn mich Cassandra. Es war auf jeden Fall wundervoll, Dikastes Cassandra. Cassandra genügt. Und wie ist dein Name? Icon. Du bist noch besonderer als in den vielen Gute-Nacht-Geschichten, die mir meine Eltern zum Einschlafen erzählt haben. Was ist los? Sie werden vermisst. Sie gingen zu ihrer Arbeit und kamen nicht mehr zurück. Die Iso wollen mir nicht helfen. Aber dann habe ich mich erinnert, wie du den Mädchen in der Unterwelt geholfen hast, ihre Eltern im Elysion zu finden. Also kam ich zu dir. Woher weißt du das? Ich meine, wir kennen es aus dem Hauptspiel, da bist du auch schon fünfmal mir auf die Nerven gegangen. Du hast immer dieselbe Stimme, siehst immer gleich aus. Ja, meinen Freunden helfe ich ihm nicht. Die ISO hätten ihm helfen müssen, das ist richtig. Die DKTs von Atlantis wird dir helfen. Oh ja, dann bin ich immerhin nicht sein Freund. Perfekt. Ein Kind ohne seine Eltern? Untragbar. Als Dikastes von Atlantis erkläre ich das als völlig inakzeptabel. Ich danke dir, Dikastes, Cassandra. Du sagtest, deine Eltern kamen nicht mehr nach Hause. Wenn du mir sagen kannst, wo genau sie arbeiten und wie sie heißen, wäre das wirklich hilfreich. Meine Mate heißt Rene. Sie arbeitet beim Hafen. Mein Pate heißt Damades. Er arbeitet in der Adamantmine. Du bist sehr mutig. Nun geh nach Hause, da bist du sicher. Ich spreche mit dem Hafenmeister und dem Verantwortlichen für die Mine. Wenn ich etwas weiß, komme ich zu dir. Mehrere Quests, okay. Eine Quest pro Ort. Die Mine muss ich wahrscheinlich nicht machen, die habe ich schon gemacht.
Das wird ganz cool. Oh, okay, das ist aber die Sammelquest. Sprich mit dem Vorarbeiter. Ja, genau. Erstmal die Mine, da war ich nämlich schon. Vermutlich. Hier. Ja. Dann reise ich dahin. Ziemlich viele Wachen für eine Mine. Ich frage mich, warum. So, ich war doch gerade, oder? Jo, das ist die Scheiße. So, ich muss noch Wenn ich weiter nicht runter. kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ja, wenn. Doch alle fertig. Ah, da ist er. Na, wenn das keine Ehre ist. Wie kannst du an den Wachen vorbei? Ich suche nach Damades. Warum sollte die große Dikastes nach einem vermissten Menschen suchen? Ich sagte nichts von vermisst. Sehr schlau. Hybrid. Wenn meine Menschen Adamant zur Testkammer bringen, kehren sie nicht immer zurück. Manchmal fallen sie wohl einfach in die Spalten. Wie Ratten. Ja, der scheint nicht gerade kooperativ. Let's go. Sag mir, wo die Testkammer ist, oder ich stopfe dir das Maul mit deinem wertvollen Adamant. Primitiv. Gewalt ist alles, was dein Volk versteht. Sag es mir! Nun gut. Sie befindet sich im Garten der Kymopolia. Aber du verschwendest deine Zeit. Sie ist verschlossen. Dann muss ich nur den Schlüssel finden. Versuch es doch, Hybrid. Ja, killen wir ihn. Menschen wie Ungeziefer zu behandeln, bringt dich eines Tages unter die Erde. Dieser Tag ist heute. Oh, er hat die gleiche Fähigkeit eingesetzt. Nice. Mega, mega sick. So, da muss ich rein. Ich find's gut, dass es direkt hier ist. Ja, ich dachte, ich muss in die Mitte der Map zum Garten. Ist das ein Gegner? Quest abgeschlossen durch die Fugen. Hä? Wie? Laber? Quest? Ist halt einfach gestorben, ne? Okay. Ja, kann ich auch nichts mehr machen, ne? Testkammer. Mir gefällt ganz und gar nicht. Aber das ist nicht so gut. Cassandra, nuschel nicht so in dich rein, dann verstehe ich nichts. So, oh, da ist noch einer. Hier. Das ist gut abgelassen, ja. Kann doch nicht sein, ihr könnt doch nicht so mit den Menschen umgehen. Ah, nein, 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 nein. So. Hola, ¿qué tal? Cool. Du hast immer viel Geld dabei, ne? Nehme ich. Würde ich nehmen. Okay, ich muss hier raus.
Das Spiel. Hä? Leute, Verbindung unterbrochen. Irgendwas geht hier ab. Keine Ahnung. Morgen geht's mit der Frau weiter. AC speichert ja zum Glück automatisch. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht.